Hallo liebe Top-Familie und herzlich willkommen hier, ja heute an Heiligabend mit Uwe. Ja hallo, seid gegrüßt würde ich sagen zum Heiligabend. Genau, sonst seht ihr ja Uwe immer nur so, sag ich mal, zum Tippspiel, so zum Fußballformaten. Heute sitzen wir nochmal schön in Zweisamkeit und wollen euch schon mal heute, sag ich mal, sofort auch frohe Weihnachten wünschen. Auf alle Fälle. Habt heute einen tollen Tag mit eurer Familie. Ja, gerade so zu diesen Zeiten auch. Soweit es geht mit der Familie so, ne, im kleinsten Kreis ja wahrscheinlich diesmal. Genau. So wie bei uns auch. Und ja, aber es kann trotzdem schön werden. Ja, oder? Also deswegen, ich sag mal, ich glaube, wir alle machen einfach nur das Beste daraus. Ja, kann man Mehr können wir nicht machen. Es ist halt ein bisschen doof, aber es ist halt nicht zu ändern. Genau. Und wie gesagt, habt tolle Geschenke. Packt heute tolle Geschenke aus, vielleicht bekommt ihr was Schönes. Und ansonsten so eben diese trotzdem Gemeinsamkeit, die man vielleicht dann trotzdem heute so verbringt. Ja, man denke schon, man ist ja nicht ganz alleine. Man hat noch ein paar Leutchen um sich drum herum. Familie jetzt in dem Sinne. Ne? Genau. Daher sollte man, das sollte es doch schön sein. Und singt schöne Weihnachtslieder. Ja, das gehört. Das ist dein Lieblingsweihnachtslied. O Tannenbaum. Ja? Ja, finde ich gut. Ist alt, kennt man, kennt jeder. Ist schön. Das stimmt. Finde ich ein schönes Lied. Also, das heißt, wir werden heute safe, auch an diesem Tag heute O Tannenbaum singen. Und mein Lieblingsweihnachtslied, das wisst ihr, ist welches? Müsstest du ja auch eigentlich vielleicht mitgekriegt haben. Tatsächlich. Welches denn? Am Special Dezember habe ich das Lied gesungen. Ja? Ja. Oh, guck mal, ist mir gefallen gerade. Kam am, 4. Dezember. Ganz am Anfang des Monats, schon lange her. Ja? Ja. Last Christmas? Nee, das Lied mag ich überhaupt nicht. Finde ich auch sehr schön. Last Christmas, machst du nicht? Nee, ich mag das überhaupt nicht. Doch. Stille Nacht. Ach ja, stimmt. Ja, Stille Nacht war ja Stille Nacht, Heilige Nacht. Genau. Ja, auch sehr schön. Auch ein bekanntes, altes Lied. Genau. Altes Lied, ne? Ja, die Frage, die sich jetzt noch so stellt, die mich so bei euch interessiert, was esst ihr heute? Zu diesem Zeitpunkt, während wir hier gerade dieses Video so, man kann sagen, so Mitte Dezember gerade aufnehmen für euch, wir haben uns noch nicht geeinigt, was wir heute am Heiligabend essen. Nö, an Weihnachten ist ja meistens immer Geflügel. Genau. Also an den Weihnachtstagen, wenn man den ersten, zweiten Weihnachtstag. Mhm. Gibt es ja entweder, was viele essen, entweder Geflügel, Ente oder Gans oder eben halt Puter. Genau. Aber heute an Heiligabend sind wir uns doch voll drauf. Da sind wir uns noch nicht ganz so einig. Na gut, das kann man auch schnell spontan entscheiden. Das stimmt. Irgendwas werden wir finden, glaube ich. Ja. Ansonsten gibt es die bekannte Bockwurst. Das stimmt. Bockwurst geht immer. Bockwurst geht immer. Das stimmt. Kartoffelsalat. Oh ja. Wunderbar, liebe ich. Das stimmt. Muss ich. Also habe ich kein Problem mit. Ne? Nee, ich auch nicht. Aber vielleicht eine gewisse andere Person. Ja gut, es ist immer jemand dabei, aber da kann man dann schon irgendwas anderes finden. Da wird jemand dann wortwörtlich eine Extrawurst. Ja, man hat immer jemanden dazu. Ja, also, dieses Video kommt ja auch für euch gerade etwas früher, normalerweise ja mal 20 Uhr, aber heute ist ja Heiligabend und ich sag mal, gerade so jetzt heute im Gegensatz zu den anderen Tagen, kommt das Video für euch jetzt hier so, glaube ich, 14 Uhr, glaube ich, dürfte jetzt für euch sein. Deswegen habt heute einen schönen Tag, viel Spaß mit der Familie und genießt einfach diese Zeit. Mehr können wir nicht machen. Nee, was anderes kann man, glaube ich, auch nicht machen im Moment. Es ist vielleicht auch ganz schön, wenn man mal so ein bisschen da zusammen sitzt und ein bisschen in Ruhe sein kann oder für sich auch ein bisschen Ruhe hat. Ja. Und dann wünsche ich euch heute einen schönen Tag. Lasst sehr gerne ein Like da und abonniert, wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt und aktiviert dann auch die Glocke, werdet Teil dieser wunderschönen Top-Familie. Und und dann sage ich schon mal euch einen schönen Tag. Anpfiff, Abpfiff, Tor und die letzten Worte gewinnen. Ja, ich wünsche euch auch einen schönen Tag und verbringt den halt mit eurer Familie oder im Kreis der kleinen Familie. Und schöne Geschenke wünsche ich euch.